Schlafenszeit im Zoo. Vier Zoogeschichten von Sophie Schönwald und Günther Jacobs. Gelesen von Thomas Nicolai. Eine Produktion von der Audioverlag. Schlafenszeit im Zoo. Der Mond ist bereits über dem Zoo aufgegangen. Die beiden Freunde Zoodirektor Alfred Ungestüm und Ignaz Pfefferminz Igel haben es sich in ihren Betten in der Zoovilla gemütlich gemacht. Die Zähne sind geputzt, Gesicht, Hände und Füße gewaschen und die Kissen ordentlich aufgeschüttelt. Ignaz Igel nimmt seine rote Fliege ab und legt sie neben sich auf den kleinen Nachttisch. Zoodirektor Ungestüm setzt seine rote Brille ab und löscht das Licht. Jetzt ist Matratzenhorchdienst angesagt. Gute Nacht, lieber Ignaz. Gute Nacht, Herr Direktor, antwortet Ignaz und kuschelt sich igelmüde in seine Decke. Doch als ihm seine kleinen Augen schon zufallen, hört er ein seltsames Geräusch. Herr Direktor, flüstert Ignaz. Doch statt einer Antwort bekommt er nur ein leises Schnarchen zu hören. Kurzerhand schwingt Ignaz seine kleinen Igelbeine aus dem Bett und schnappt sich seine rote Fliege und seine Taschenlampe. Er folgt dem blubbernd quietschenden Geräusch hinaus in den dunklen Zoo. Wie gut, dass der große runde Mond so hell leuchtet. So kann Ignaz gut sehen, wo er langläuft. Bei den Seehunden erwartet ihn ein seltsamer Anblick. Ein langes, graues Etwas ragt aus ihrem Becken heraus und bewegt sich langsam durch das Wasser. Ist das etwa ein Ungeheuer? Doch die drei Seehunde, die auf den Felsen sitzen und aufgeregt das Wasser anschauen, wissen es besser. Es ist ein Rüssel. Der Rüssel von Anton dem Elefanten, der schlafwandelnd in ihr Becken gefallen ist. Und solange Anton dort auf dem Grund seine Runden durch das Wasser dreht, können sie nicht einschlafen. Jetzt ist guter Rat teuer. Zum Glück hat Ignaz schon eine Idee. Mit ein paar Erdnüssen lockt er Anton aus dem Becken. Er hält sie dem Elefanten vor den Rüssel. Ganz langsam steigt Anton aus dem Becken heraus und folgt Ignaz Igel aus dem Seehundgehege. Die Seehunde klatschen begeistert in ihre Flossen. Flüstert Ignaz. Wir wollen ihn doch nicht wecken. Die Seehunde verstummen und trollen sich. Und als er den schlafwandelnden Anton wieder sicher zurück in sein Elefantengehege gebracht hat, macht sich auch Ignaz zurück auf den Weg in sein Bettchen. Er ist Igel, Elefanten, Seehunde müde und freut sich auf sein weiches Kissen. Doch gerade als er seine rote Fliege wieder abgenommen und die Bettdecke hochgezogen hat, hört er ein leises Wimmern. Neugierig folgt Ignaz dem Geräusch zum Gehege des Ameisenbären. Oh öde, oh öde, oh gar eine Unge, ich uneingeordnet. Jammert Eddie Ameisenbär verzweifelt vor sich hin. Damit ihr auch verstehen könnt, was Eddie da vor sich hinjammert, hier eine Übersetzung. So müde, so müde. Sogar meine Zunge ist schon eingeschlafen. Zähl doch Erdmännchen, rät ihm Ignaz. Stell sie dir vor und dann zählst du einfach eins nach dem anderen. Eddie druckst herum. Ich kann nur beeilen. Das reicht irgendwie nicht. Damit ihr auch verstehen könnt, was Eddie da herumdruckst, hier eine Übersetzung. Ich kann nur bis eins zählen. Das reicht irgendwie nicht. Komm mit, sagt Ignaz bestimmt. Gemeinsam mit Eddie läuft er durch den Zoo. Vor dem Erdmännchenhügel bleibt Ignaz stehen. Und dort liegen nicht nur eins, nicht zehn, nein, da liegt ein ganzer Haufen Erdmännchen übereinander und aneinander gekuschelt. Man kann sie gar nicht alle zählen. Eddie macht erst große Augen, die dann aber immer kleiner werden. Er fällt auf der Stelle um
und ist eingeschlafen. Sofort kuscheln sich zwei schlaftrunkene Erdmännchen an ihn. Auch Ignaz ist nun Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen müde. Doch noch bevor sein Igelöhrchen das Kopfkissen berührt, rumort es erneut im Zoo. Das gibt es doch nicht, denkt Ignaz und macht sich wieder auf den Weg. Immer dem Radau hinterher, steht er kurz darauf bei den Wölfen. Fast das komplette Wolfsrudel liegt aneinander gekuschelt neben einem großen Felsen. Aber nur fast. Der Mond! Der Mond! Heult der kleinste Wolf, der oben auf dem Felsen sitzt, herzzerreißend. Er leuchtet so hell, der Mond! Du Armer, murmelt Ignaz und läuft schnell zur Villa. Er sucht dort etwas und ist im Nu zurück. Ignaz setzt dem kleinen Wolf die alte Sonnenbrille von Zoodirektor Alfred Ungestüm auf die Nase. Besser so? Will er wissen. Doch er bekommt keine Antwort. Der kleine Wolf hat sich auf dem Felsen zusammengerollt und ist schon eingeschlafen. Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen, Wolfsmüde will Ignaz sich zurück in sein Bett schleppen. Doch so weit kommt er gar nicht. Psst! Ignaz! Ich bin's! Ferli Faultier! Ignaz schaut sich verwirrt um und entdeckt Ferli, der geknickt auf seiner Schaukel im großen Baum sitzt. Den ganzen Tag hab ich gefaulenzt. Und jetzt bin ich putzmunter, beschwert er sich. Ignaz kratzt sich an seiner Igelnase und überlegt. Dann hält sich seine Miene auf. Prima, nutz doch die Zeit. Und er beginnt aufzuzählen. Du kannst den Elefantenstall ausmisten, das Futter für die Nashörner vorbereiten, die Zebras striegeln, Freiherr von Löwe die Krallen schneiden. Mehr muss er gar nicht sagen. Bereits bei der Vorstellung, den Stall auszumisten, ist Ferdi auf einmal ganz schläfrig geworden und Ignaz hört ein leises Schnarchen. Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen, Wolfs, Faultiermüde, macht Ignaz sich auf den Weg zurück zur Zoodirektor-Villa. Als er ein lautes Klappern hört. Es sind die Zähne von Freiherr von Löwe, die da aufeinander schlagen. Hinter dem Felsen sitzt ein Schuhu-Monster. Fürchtet er sich. Ignaz ist zu schläfrig, um Angst zu haben, und schaut hinter den Felsen. Schuhu! Begrüßt ihn dort Elli, die kleine Schleiereule. Schon was vor heute Nacht? Fragt Ignaz. Und Elli schüttelt aufgeregt und ziemlich vergnügt das Köpfchen. Passt du auf Freiherr von Löwe auf, bis er eingeschlafen ist? Schuhu! Kräht Elli hilfsbereit und macht es sich in der großen, kuscheligen Mähne des Löwen bequem. Ohne Monster, dafür aber mit einer kleinen Freundin an seiner Seite, schlummert Freiherr von Löwe erleichtert ein. Endlich ist es still im Zoo. Erleichtert torkelt Ignaz zurück in sein Bettchen. Denn er ist Igel, Elefanten, Seehunde, Ameisenbär, Erdmännchen, Wolfs, Faultier, Löwen, Schleier, Eulen müde. Gerade als er die Bettdecke zum Kinn hochziehen will, hört er ein Brummen. Was ist denn nun schon wieder, denkt Ignaz. Er schwingt seine kleinen Igelbeine noch einmal aus dem Bett und folgt dem brummenden Geräusch. Es ist Bodo Bärenkind. Schon 3 Flaschen warme Milch hat es getrunken, doch es kann einfach nicht einschlafen. Kein Wunder, murmelt Ignaz. Die Geheimzutat fehlt ja auch. Die Geheimzutat?
fragt Bodo verwundert. Warte hier, gähnt Ignaz und läuft wieder los in Richtung Zoovilla. Nach kurzer Zeit kehrt er mit einer vollen Milchflasche zurück und gibt sie Bodo Bärenkind.